Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. So, ich werde hier gerade schon begrüßt. Hallo, sorry, ich nehme gerade auf, wenn du das jetzt gerade siehst. So, ich wollte nochmal sagen, dass ich jetzt wieder grüße. Und falls ihr nicht wisst, wann ich grüße immer am Ende des Videos, damit die Leute, die das vielleicht nicht sehen möchten, dann einfach wegschalten können und es nicht am Anfang direkt ist. So, hallo. Hanna Ice River. Ich sag mal eben Hallo. Oder winken. So, wir machen heute bei Jonas weiter, habe ich mir gedacht, weil beim Einsiedler ja jetzt nichts mehr ist. Es ist ja leider vorbei. Ich will da wissen, wie es ausgeht. Naja, machen wir erstmal hier weiter. Hallo Aria, schön dich zu sehen. Was führt dich hierher? Alles läuft super hier. Die Geschäfte laufen immer besser, jetzt wo Leute einfach hierher reisen können. Aber wo ich so drüber nachdenke, eine Sache läuft nicht so gut. Seitdem das Boot sank, können wir keine Delikatessen des Meeres mehr genießen. Oh, das ist so süß, Hannah, danke schön. Du fragst dich, weshalb ich nicht vom Land aus fische? Ja, das könnte ich natürlich machen. Vor allem, weil es Ewigkeiten her ist, dass ich meiner Familie wirklich gute Meeresfrüchte bieten konnte. Wir haben solch ein Glück hier in Südhof. Das Fischen hier ist exzellent. Ein Paradies für Meeresbewohner und man kann Langusten und Austern sogar direkt am Strand sammeln. Ah, Sigrid liebt Austern wirklich sehr. Du findest, dass wir etwas dagegen tun und unser Glück mit dem Fischen versuchen sollten? Alles klar, auf geht's. Wirf einen Blick in die Kiste hier. Vielleicht haben wir noch ein paar Langustenkäfige übrig. Gut, dann... Hat er nicht hier gesagt, dass da hier jetzt irgendwie Kisten sind? Die stehen überall Kisten, aber das sind alles Verkaufskisten. So, irgendwo in diesem Bereich hier. Im Stall. Ah, gut. Wer sucht, der findet. Oh, ich hab Post. Ich hab Post gekriegt. Lese ich dann später. Wie ich sehe, hast du die Langustenkäfige gefunden. Hat sogar nicht so lange gedauert. Perfekt, Aria. Jetzt haben wir alle Langustenkäfige und sie sehen gar nicht mehr so schlecht aus. Wir haben Glück. Jetzt müssen wir nur noch zum Strand und sie dort aufstellen. Du möchtest mich mitnehmen, damit wir zusammen los können? Das klingt sehr gut. Und ich muss keine lange Strecke zu Fuß zurücklegen. Ich zeige dir dann, wo wir die Käfige aufstellen. Noch eine Sache. Wir spucken hier in Südhof dreimal ins Wasser, wenn wir Langustenkäfige aufstellen. Ihhh. Da will ich nicht drin baden. Eine Art Aberglaube. Aber es soll Glück beim Fang bringen. Ach du. Uiuiui. Ein armer Isländer. Oh Mann. Das sieht ja ulkig aus. Sieht denn das beim Springen aus? Uiuiui. Das sieht ja echt nice aus. Wie so ein Stock, der da drauf sitzt. Oh Mann. Das war knapp. So, wo sollen wir sie denn aufstellen, Herr Jonas? Da. Yay, Musik! Und dritter. Und da hinten der vierte. Check. Und ich habe irgendwo da hinten eine übersehen. Okay. Da, okay. Huch. Hilfe. Jetzt habe ich den Button nicht richtig erwischt. Ups. Das wird einfach toll. Supi.
Du hast die Käfige wie ein waschechter Fischer aufgestellt. Tolle Arbeit. Jetzt heißt es geduldig sein und etwas Glück haben. Ob wir in der Zwischenzeit Austern sammeln können? Natürlich. Wir benötigen aber noch ein paar Dinge, bevor wir das tun können. Ich glaube, ich habe alles dafür im Hafen. Wir können also dorthin gehen. Okay, dann machen wir das mal. Ach, wir haben ja noch die Möhrchen für Roseberry. Müssen wir ja auch mal geben. Sie braucht doch ihre kleine Belohnung. So, da hinten glitzert was. Hui, stopp, stopp, stopp. Wir haben ihn abgeworfen. Also dann, lass uns mal sehen. Ich liebe diese Musik. Dieser Ort macht mich glücklich und beruhigt mich. Kannst du den Wind in deinem Gesicht spüren? Schließe deine Augen und lausche dem Geschnatter der Seemöwen. Wie schön. Was? Du glaubst, dass ich das Meer anscheinend sehr vermissen muss, seit mein Boot gesunken ist? Nein, nein, nein. Ich bin genauso glücklich, vom Land aus zu fischen. Wie auch immer, es sollten sich ein paar Messer in der Nähe befinden, die perfekt zum Lösen der Austern vom Meeresgrund sind. Ohne die Messer brauchen wir es gar nicht erst zu versuchen. Wo habe ich sie nur hingelegt? Kannst du sie irgendwo sehen? Ja, ich kann sie sehen. Hier. So. Da sind sie. Da sind sie ja. Gut, dass du Augen dabei hast. Tja. Wäre schlimm, wenn nicht, oder? Jetzt sind wir mit guten Messern ausgestattet. Fehlt nur noch ein Eimer, in dem wir die Austern aufbewahren können. Es sollten sich hier irgendwo eine Reihe blauer Eimer befinden, die ich damals mit aufs Boot genommen habe. Aber ich kann sie nicht sehen. Ich benutze sie auch für andere Sachen. Sie könnten also praktisch überall sein. Du reitest los und suchst nach ihnen? Ich liebe deinen Enthusiasmus. Ich bleibe dann hier und halte die Stellung. Okay, halt bloß das Messer fest. Also Eimerchen habe ich hier schon gesehen. Da muss ich jetzt nicht mehr groß suchen. So, 1 von 2. Und 2 von 2. Also ich habe die Grüße echt vernachlässigt. Das tut mir total leid. Ich habe die irgendwie immer vergessen. Ich habe mein Zettelchen hier unten liegen. Und da, wenn ich das nicht sehe, dann ist das weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Vielleicht kennt ihr das ja. Wow, du hast sie gefunden. Ich bin beeindruckt. Ja, ich auch. Richtig. Gut, wir haben alles, was wir brauchen, um Austern zu sammeln. Lass uns zum Strand gehen. Dort gibt es nämlich Jorviks beste Austern. Ich gehe voran. Auf geht's. Mein Rucksack ist voll. Nein! Oh nee, was mache ich denn jetzt? Soll ich echt die Möhrchen wegschmeißen? Ich glaube, wir machen ein bisschen eher Schluss und dann bis zur nächsten Folge bringe ich dann mal meinen Kram hier in Ordnung, meinen Rucksack. So, also wenn ihr die Grüße nicht hören wollt, dann verabschiede ich mich schon mal von euch und schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. So, jetzt kommen die Grüße. Und zwar einmal möchte die Jasmine Purple Cloud alle Leute grüßen, die mir zuschauen, ganz YouTube. So, dann noch liebe Grüße an die Lucy Sparrow Sister, an Christina Cross Cloud oder Cross Cloud, weiß ich nicht genau, an die Lola Zweihorn, an die Drusi Southson, Drusi finde ich total süß, an die Melina und an die Madeline Fishfoot Food. Ellen Nightgrove und an die Phoebe Macklund. So, liebe Grüße an euch alle. Und wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann schreibe ich euch auf und dann seid ihr im nächsten Video dabei. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zu einer nächsten Folge. Tschüss!